So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von American Truck Simulator. So, immer noch Level 19. Jutschen, wir sind da, wo sonst keiner ist. Schlafen und so müssen wir, glaube, noch nicht. Das ist halt das Problem mit diesen etwas kürzeren Missionen. Da hast du halt rechnerisch immer kaum Zeit, in der Mission zu schlafen. Das heißt, wir müssen mal vor der Mission gucken, ob wir pennen müssen. Sonst wird es kritisch. Aber bettmäßig sieht noch alles noch gut aus. Sehr gut. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz. Aufträge. Frachtmarkt. So, wir sind da. Und wir haben schon wieder nur Dynamit. Ja, das geht zumindest in die richtige Richtung. Das geht nicht in die richtige Richtung, das geht nach unten, das geht auch wieder nicht, das ist auch alles Kacke. Eine Kacke, ist das eine Kacke? Der Kacke hier. Hallo? Montana? Montana? Montana! Bitte melden Sie sich vor einer Kasse. Montana! Da geht alles nur nach unten oder nach? Ah, okay, das geht am ehesten da rein, aber ganz ehrlich, 25 Euro pro Meile ist halt nichts mehr. Ist ja eine ganz normale Standardlieferung. Sollten wir doch das Ding hier annehmen? Nee, halt das hier. Bei der fahren wir zumindest ein Stück durch, ne, Montana? Und kommen dann zumindest da raus, wo wir dann vielleicht hier oben ein paar mehr Aufträge bekommen. Ich sage mal, Coasting meine. Es ist gerade genau die gleiche Fläche, wo wir jetzt auch gerade wieder sind. Die haben scheinbar nur solche Flächen. Alles kann ich hier einstellen. So, müssen wir eigentlich nur ein Stück zurückfahren. Mal ganz kurz gucken, die Ausfahrt hier ist. Komm, wir fahren mal hier eine schöne Runde rum. Hier können wir drüber lang fahren. Und wenn nicht, werden wir gleich sterben. Ich fühle sogar eine Straße nach draußen. Geil. Können wir direkt eine schöne Umfahrt. Umfahrt. Drumherum fahrt machen. Ja, komm. Frachtmarkt. Und let's go. Jutsche, da würde ich mal sagen. Achso, siehst du, bevor wir es hier wieder, ne? So und Dankeschön. Okay. Und was Fracht überspringen? Ja, wo ist die Fracht überhaupt? Aber jedes Mal ein anderer Ort. Ach, da hinten. Oha. Aber weißt du was? Machen wir anders. Da machen wir schön mit Schmackes. Machen wir noch eine Runde. Da kriegen wir doch hin. So, hier ziehen wir jetzt einen schönen weiten Bogen. Mal schön den LKW hier mitnehmen. So. Und jetzt müssten wir von hier aus, müssten wir relativ gut. Wo ist das Ding nochmal? Hä? Ach, da ist eine. Da ist eine Betonblockade davor. Fuck, ich dachte, ich könnte von so reinfahren. Aber nope. Das wird nix. Gut, müssen wir hier einmal gerade ziehen. Und dann. Der ist schon wieder rückwärts gefahren, obwohl ich nur gebremst habe. Nee, nee. Das verwirrt immer so. Warum bietet er einem das Überspringen immer erst dann an, wenn man sowieso es fast geschafft hat? Langeweile? So. Let's go. Okay. 12 Stunden brauchen wir. Wir haben 30 Stunden. Okay, das heißt, wir können locker einmal pennen. Das ist sehr gut. Da. Diese langen Auflieger immer.
Ah, Digga, schon fast ein bisschen Pipi in den Augen. Und in der Hose. Ah, ne, halt. Was der? Oh, cool, komm mal hier. Haha. So, hier haben wir schön Kraft der Autobahn. Weil da hinten müssen wir eh da auf die linke Spur. Ne? Ich meine, sowas macht man aber natürlich normalerweise eigentlich eher nicht. Aber hey. Hatte ich gerade grün gehabt? Ich habe gerade auf die rechte meiner Ampeln geachtet. Ich habe gerade gar nicht auf die linke Abbiegeampel geachtet. Ah. Wow. Wow, Ronny. Alles wieder. Wow. Auf den Schreck erstmal Multivitamin. Na komm. Warum sind da zwei Ampeln für geradeaus und eine für Abbieger? Obwohl es hier nur zwei Spuren sind. Vor allen Dingen sind damit ja dadurch die Ampeln auch so super eng aneinander gequetscht. Das macht überhaupt keinen Sinn, was die da machen. Ich glaube, da haben die außerdem eine Ampel für drei Spuren genommen und haben die hier platziert, obwohl es nur zwei Spuren sind. Oder gibt es was im Echten auch? Wie gesagt, macht ja letztendlich keinen Sinn, weil die sind ja beide fast im gleichen Winkel. Also ist ja nicht mal so, dass du eine besser erkennst als die andere unter bestimmten Umständen. Ne, deswegen gibt es ja in Europa, dass man hier oben eine Ampel hat und dann rechts noch eine Ampel hat. Dass wenn man die obere nicht erkennt, man vielleicht noch die rechte erkennen kann. Aber die sind ja literally am gleichen Fleck. Ja. Da macht keinen Sinn, du. So, wir dürfen 60 fahren, sehr geil. Und wie es aussieht, fahren wir jetzt wieder durch die Pampa. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Fahr.
Diese Gitter, die da untergelegt sind, das da hinten, dieses Cyanfarbene oder Türkisfarbene, die Dinger hatte ich ja wie die Pest, weil es manche Orte gibt, da sind die so komisch platziert hier im Spiel, dass sowohl der LKW als auch der Hänger anfangen rumzufliegen, wenn man da zu schnell drüber fährt. Deswegen muss man da mal ganz sachte sein. Yay, wir dürfen 80 fahren. Uhu. Ich meine, da geht unser Tacho auch gar nicht, ne? Ich meine, der LKW müsste glaube ich sogar mehr schaffen. Aber ist halt auch schon obere Liga. Ich meine, wie man ja hier ungefähr sieht, wird das ja bereits mehr als mal 30 km/h. Mal so als Vergleich, ne? Also. Ernsthaft? Müssen jetzt eigentlich nach. Ah, Leute. Bäh. War zwar gerade gegenüber die Leute hinter mir jetzt nicht so nett, den ein bisschen abgedrängt zu haben, aber hey. Wenn ihr nun mal wieder alle vor mir verrückt spielen, den muss man zu drastischen Maßnahmen greifen. Wow, Ronny, gesprochen wie ein Politiker. Ey, wir schaffen sogar locker 80. Oh, und wir dürfen nur noch 70. Ach, leck mich doch. Sind wir irgendwann wieder 80 oder bleibt jetzt hier bei 70? Ah, so viele Fragen und keine Antworten. Bitte wieder 80? Hallo? 80? Ah, ich sehe erstmal kein Schild, was uns darauf hinweist. Ah, gut, dann räumen wir mal wieder ein bisschen aus hier. Und wenn, sobald wir ausgerollt sind auf 70, dann mal wieder 80. Kennt man ja. Open. Also müssen wir rein, ne? Naja. Ich sag mal nein, danke. Oha. Ah. Tja, muss das Auto abbremsen. Wow. Ja, gerade voll so aus, als wenn das Auto in den LKW reingerast wäre. Ich meine, ich weiß natürlich, dass das Auto rechtzeitig bremsen konnte. Aber in der Realität, wenn es so nur aufgefahren wäre mit der Geschwindigkeit, dann vielleicht doch nicht mehr so unbedingt. Oha. Was ist hier los? Oh Leute. Wir müssen jetzt nach links, Junge. Nach rechts. Dann klatscht es. Denn hier kommt Papa. So, der da vorne scheint jetzt noch ein bisschen schnell zu fahren.
Ah, gut. Ziehen wir mal mit nach links hier. Oh, wir dürfen sogar 70. Nach der Mission können wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir unseren LKW oder unseren Auflieger mal ein bisschen aufmotzen können. Weil ich weiß gar nicht mehr, wie der aktuelle Stand der Dinge war. Ich meine, wir haben jetzt nur, wow, nur 50.000, aber wir bekommen ja glaube ich auch nochmal 60.000 oder 70.000. Wie viel bekommen wir? Leute, brauchen wir nicht hier langsamer? 50.000. Und ich sag mal so, mit 100.000 können wir entweder einen Kredit zurückzahlen oder ein bisschen tunen. Ach, hier ist noch 65. Deswegen ist er langsamer geworden. Boah, wir haben schon einen Tiefflieger hier. Alter, was macht denn der? Der fliegt ja super tief. Achso, das ist ein Flughafen. Also Landeplatz. Oder war da keiner denn? Und der ist gerade einfach so vom Boden geglitscht. Oder Notlandung gemacht. Kann auch sein. Wobei, selbst in der Notlandung ist er ja schon hart runtergekommen. Bei der Geschwindigkeit hätte er locker nochmal hochziehen können. Also, zumindest die Fallgeschwindigkeit senken können. Verringern können. Wobei, was laber ich? Selbst wenn er normal landet, sollte er die Fallgeschwindigkeit verringern. Denn so wie er da aufgekommen ist, egal ob Notlandung oder nicht, das war ja definitiv ja schon harter Aufsetzer. Also, immer schon auf meiner Schulter hier. So, es ist mittlerweile 16 Uhr. Noch was? Wie sieht es denn zeitmäßig aus? Wir haben noch gut 8 Stunden. Wir haben aber auch noch weit genug Reserve. Wir haben noch über 20 Stunden. Das heißt, wir können genau genommen pennen gehen, wann wir wollen. Das heißt, wir sollten ja so ab, ich sag mal ab 6 können wir pennen gehen. Müssen wir nur gucken, dass wir auch einen Rastplatz finden. Jetzt schon pennen gehen macht keinen Sinn. Dann wachen wir mitten in der Nacht auf. Ist ja auch ein bisschen dumm. Wobei es jetzt auch kein Problem wäre. Also ein bisschen Nachtfahren kann ja auch Spaß machen. Ne? Oder macht Spaß. Oder
sollte. Ja, mal schauen, wann wir auf den nächsten Rastplatz kommen. Und dann mal gucken. Ich meine, wir können ja mittlerweile sogar fast durchfahren, ne? Weil ich meine, die nächste Pause ist jetzt in 8 Stunden. Und wir brauchen auch nur noch etwas 8 Stunden mäßig. Also. Ah ja. So, da vorne ist ein Rastplatz. Also fahren wir doch mal einfach mal rauf. Mal gucken. Gibt es noch was anderes hier bald so? Da hinten wäre noch eine. Aber die nächsten sind ganz schon weit weg. Weißt du was? Wir nehmen mal den Bereich hier. Können wir auch gleich tanken und alles. Obwohl, bei dem hier unten können wir auch tanken, ne? Ja, hier können wir auch tanken. Gut, dann nehmen wir den hier. Dann können wir da tanken und pennen. Was zur Hölle? So, danke. Na, passt das. Und wir dürfen 70 fahren. Sind jetzt braun.
Wow. Nicht stehen bleiben. So. Und es regnet natürlich. Klaro. Gut. Aber das soll uns erstmal nicht weiter stören. Darum können wir uns in der nächsten Folge kümmern. Oh, wobei die Folge jetzt ja schon kurz geworden ist. Egal. Macht nichts. Ist gerade ein idealer Platz zum Parken. Also von daher, was soll's. Bis dann.